Baustellen, haben zwar in der Regel einen guten Grund, nerven aber häufig und außerdem gibt es gefühlt gerade viel zu viele. Und Gott sei Dank hat Toyota beim Facelift des neuen Corolla keine Baustelle aufgemacht. Schon alleine, weil es gar keine Notwendigkeit dazu gibt. Neuigkeiten gibt es trotzdem. Und was der neue Corolla so kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Auf den ersten Blick gleicht der neue Corolla dem mittlerweile 4 Jahre alten Vorgänger, dessen Blechkleid immer noch zum stilvollsten gehört, was die Kompaktklasse hergibt. Darum hat Toyota es bei einem neuen Kühlergrill, einer modernen Lichtsignatur und anderen Nebelscheinwerfern belassen. Die kleinen kosmetischen Eingriffe haben übrigens beide Varianten erfahren, der Hatchback und der Kombi namens Touring Sports. Wir haben uns für den praktischeren der beiden entschieden. Der hat nicht nur einen riesigen Kofferraum, sondern dank verlängertem Radstand auch mehr Platz im Fond. Der Place to be ist aber trotzdem vorne links. Was sofort auffällt, wir haben jetzt ein 12,3 Zoll großes digitales Instrumentendisplay und auch der Bildschirm daneben, also der fürs Infotainment, der hat zugelegt. Also die Auflösung ist jetzt merklich feiner geworden. Das Smartphone lässt sich kabellos koppeln und natürlich auch laden. Das heißt, auf der digitalen Seite, da hat der neue Corolla auf jeden Fall aufmagaziniert. Das Digital Inferno dient aber nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Sicherheit. Die Frontkamera ist genauso neu wie die Radarsensoren. Daraus resultieren bessere Fahrassistenten. Fußgänger, Objekte am Straßenrand und natürlich vorausfahrende Autos werden eher erkannt. Der adaptive Tempomat regelt sanfter. Der Spurhalteassistent erledigt seinen Job jetzt noch akkurater. Den Toyota Corolla gibt es ja nur mehr als Hybrid in zwei verschiedenen Varianten. Wir fahren jetzt da die kleinere, also den 1.8er. Und der hat bisher 122 PS geleistet. Jetzt mit den neuen Hybridkomponenten der mittlerweile 5. Generation leistet er 140 PS. Und genau diese 18 PS waren es, die meiner Meinung nach bisher gefehlt haben. Denn vorher war der Vortrieb so eh in Ordnung, jetzt geht da wirklich was weiter. Vor allem in Kombination mit dem serienmäßigen CVT-Getriebe, mit dem stufenlosen Getriebe. Jetzt könnte man sagen, ja, CVT ist CVT, Gummibandeffekt etc. Nein, das ist überhaupt nicht so, denn Toyota hat da wirklich stetig weiterentwickelt und das fährt sich besser denn je. Alles in allem hängt der neue Corolla nun deutlich besser am Gas. In Zahlen bedeutet das eine Verbesserung der klassischen 0 auf 100 Beschleunigung von 10,9 auf 9,2 Sekunden. Dazu passt das Fahrwerk, das im Vergleich zum Vorgänger etwas dynamischer geraten ist, Fahrbahnunebenheiten aber zuverlässig ausbügelt. Die Lenkung zeigt viel Verbindlichkeit und Präzision, ist aber trotzdem leichtgängig, was dem Corolla eine gewisse Agilität verschafft. Kurzum, der Japaner ist ein fein abgestimmtes Auto. Praktisch, dass er auch auf der wirtschaftlichen Seite überzeugen kann. Einerseits ist die Preisgestaltung seitens Toyota sehr fair, andererseits geizt der Corolla bei den laufenden Kosten. Die Elektrifizierung dezimiert nämlich nicht nur den Verbrauch, sondern auch die leistungsbezogene Versicherungsabgabe, denn die orientiert sich ausschließlich am Verbrenner. Der Toyota Corolla ist das meistverkaufte Auto der Welt. 50 Millionen Einheiten, das ist wirklich eine Wucht und Weltrekord. Und wenn man dann einmal mit dem Corolla gefahren ist, dann weiß man auch warum.